Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute machen wir mal ein ganz einfaches Bild mit Harz. Und zwar nehme ich dazu nur dieses Libelle Grün Metallic. Das sind Pigmente. Und werde zum Schluss so einen Chrom-Effekt drauf sprühen. Das heißt, es ist so eine Spraydose mit Chrom von Molotov. Und kommt ganz gut raus. Dann lasst uns starten. Ich hoffe, euch gefällt's. Es ist recht einfach, aber bringt einen super genialen Effekt raus. Dann lasst uns starten. Thank you.
So Freunde, das Bild ist jetzt getrocknet. Glänzt natürlich auch wieder schön. Und dieser Effekt ist halt einfach genial, finde ich. Ich denke mal, dass es so auf dem Bild gar nicht so rüberkommt. Aber mit diesem Grünmetallic im Hintergrund. Hier könnt ihr sehen, es ist ein bisschen nach außen gelaufen noch. Klar, wenn man das Klebeband abnimmt, läuft das Harz etwas. Da muss man es eventuell ein bisschen länger dann drauf lassen. Ja, das ist immer das Schwierige. Wartet mal. Vielleicht hier im Licht könnt ihr diesen Effekt einfach besser sehen. Ich habe es euch jetzt mal ohne Licht reingesetzt, weil dann seht ihr den Effekt wahrscheinlich besser. Seht auch die Kanten, da ist schön runtergelaufen. Das Faszinierende ist auch hier, ihr habt hier wie so, ja, ich sag jetzt mal Huppel oder Boppel oder wie auch immer. Hier aber dann im Harz sehen, weil ja alles ganz glatt ist. Also es kommt richtig cool. Gut, war mein erster Versuch. Das geht wahrscheinlich auch noch besser. Aber ganz okay. Okay, dann war es das von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht auch eine neue Inspiration, eine neue Idee für euch. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.